nach einem Jahr, dass Gott da ist, dass Gott nah ist, dort in den Ruinen der Städte und Dörfer. Glauben wir das noch, dass Gott dem Krieg etwas entgegenzusetzen hat? Glauben wir noch, dass sein Geist tröstet? Glauben wir noch, dass sein Geist die Geister der Verantwortlichen erfasst und zum Frieden leitet? Glauben wir noch, dass Gottes Wort zwischen all den logischen und nachvollziehbaren Worten und Gedanken der Gewalt und Gegengewalt und Gegengewalt und Gegengewalt und Gegengewalt. Glauben wir noch, dass Gott diesen Worten etwas entgegenzustellen hat? Dass es eine Chance hat? Glauben wir, dass er noch unser sicherer Schutz ist, wieder unsere Burg werden kann? Glauben wir, dass Gott uns aus den Netzen ziehen kann, in das wir mit unseren Wirtschaften und Politik machen, mit unseren Erzählungen und Richtigkeiten uns verstrickt haben oder verstrickt wurden, wie auch immer? Wir stecken fest. Glauben wir noch, dass uns Gott da herauszieht? Glauben wir, dass unser Geist in Gottes Händen, in guten Händen ist? Glauben wir den Worten vom schwachen Gott, der gewinnt und gewinnen kann? Glauben wir dem Wort von der Liebe, die den Feind nicht Feind sein lässt? Glauben wir dem Wort von der Güte, die die gemeinsame Zukunft der Menschen in Sicherheit und Gemeinschaft sieht? Glauben wir noch? Ohne Grund und nicht einmal aus vollem Herzen, eher aus leeren, ausgebrannten Herzen, zerbrochenen Herzen. Aber da ist es noch drin in diesem Herzen. Wir würden verzweifeln. Ja. Aber dann wäre überhaupt gar keine Hoffnung mehr in all der Hoffnungslosigkeit. Dann wäre kein Geist mehr inmitten der Geistlosigkeit. Es wäre keine Stimme mehr, die anders klingt. Kein Wort mehr, das nicht von Krieg oder Gewalt geprägt ist. Es wäre keiner mehr da, der fragt. So fragt. Wie die Liebe fragt, wie die Güte und Barmherzigkeit fragt, auch wenn sie nicht gehört wird, aber sie fragt noch hinter diesem Krümel, dort in unserem Herzen. Ja. Es ist keiner mehr, wäre keiner mehr da, der zur Versöhnung mahnt.
keiner mehr, der tröstet, keiner mehr, der betet. Ich glaube, hilf meinem Zweifel. Und wenn es noch dies ist, dass ich diese Worte nachspreche aus dem Psalm, ich aber, Herr, hoffe auf dich, du bist doch mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen und nicht irgendwo im Getriebe dieser Welt, im Schicksal der Mächte. Du bist mein Gott, Anfang und Ende. Du bist der, der mich hält. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube es nur noch. Dann gebe ich mich nicht verloren, sondern ich gebe mich in deine Hand. Ich gebe mich nicht verloren an die Taktgeber unserer Zeit, nicht verloren an die Ratlosigkeit und Verzweiflung. Ja, wir beten noch und wieder beten wir. Ein ganzes Jahr lang beten wir und weiter beten wir und hören nicht auf. Und auch nach einem Friedensschluss werden wir nicht aufhören. Wir werden weitergehen und haben zum Glück Worte, an die wir uns halten können, wenn wir selber keine Worte mehr haben. Ich glaube noch, so wie in dem Psalm geschrieben ist, dass Gottes Angesicht über uns leuchten kann und will und Frieden wird in mir, dass in diesem Herzen wieder Licht wird und Klang wird, dass Friede wird bei dem, der mein Feind sein möchte und wir miteinander eine Zukunft haben. Ich sehe es nicht, ich weiß es nicht. Ich lege es in Gottes Hand und glaube es und mich darin und dich mit mir zusammen